Ahoi! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns. Stellt euch vor, ein Drittel aller Lebensmittel, die in Deutschland produziert werden, gehen auf dem Weg bis zum Teller verloren, werden einfach weggeschmissen. Natürlich geht da viel in der Industrie weg oder im Einzelhandel, aber wir als einzelne KonsumentInnen haben da auch einen ziemlich großen Anteil dran. Jedes achte Lebensmittel, das wir kaufen, werfen wir einfach weg. Das sind insgesamt 6,7 Tonnen pro Jahr damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, das sind ungefähr zwei volle Einkaufswagen voll. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil es werden nicht nur die guten Lebensmittel einfach verschwendet, sondern es gehen ja auch richtig viele Ressourcen dabei drauf. Das Wasser, das dafür verschwendet wird, oder die Anbaufläche, die einfach, naja, für nichts drauf geht und das ganze CO2, das dabei produziert wird. Es ist natürlich die gute Frage, was können wir als einzelne Personen dagegen tun? Ich stelle euch vier Wege vor, wie ihr in Dresden konkret etwas machen könnt. Als erstes Foodsharing. Das ist so eine Art, dass du als Einzelperson zu einem Laden gehen kannst und da wirklich Essen retten kannst. Es funktioniert so, dass du auf einer Online-Seite einen Test machst und wenn du den erfolgreich bestanden hast, kannst du dir einen Lichtbildausweis geben lassen. Ja, Lichtbildausweis. Es muss wirklich ein Foto von euch dabei sein. Und dann kannst du zu einzelnen Geschäften gehen und eben die Lebensmittel retten. Dabei werden die Termine organisiert von dieser Plattform und es herrscht eine ziemlich starke Vertrauensbasis. Also, wenn man dabei ist, hat man schon Verantwortung, dass man regelmäßig bei einem festen Laden etwas abholen kann. Ist vielleicht für den einen oder die andere ein bisschen schwierig, aber dafür hast du jedes Mal dann eine richtig coole Wundertüte mit richtig viel Essen, was du retten kannst und zum Beispiel wieder verteilen. Zum Beispiel bei der zweiten Variante dann verteilen bei den Verteilern. Es könnt ihr euch so vorstellen, dass das so eine Art Tauschregal für Lebensmittel ist. Also ihr könnt etwas reintun und dann euch was anderes wieder rausnehmen oder einfach nur das reintun und wieder raustun. Es gibt elf Stück davon in Dresden und wir verlinken euch unten eine Karte und eine Liste, wo diese Verteiler sind. Dritter Weg wäre für die Leute interessant, die Telegram nutzen. Eine Telegram-Gruppe, die heißt Lebensmittel retten Dresden. Da sind über 400 sehr, sehr aktive Mitglieder drin und dort werden einfach die Lebensmittel geteilt, die einzelne Personen übrig haben. Oder halt eben Leute, die im Verteiler was drin haben, stellen das da auch rein. Ja, und wenn ihr dann noch nicht richtig wisst, was ihr jetzt mit einem Kilogramm Porridge anfangen sollt, was ihr euch da gerade ertauscht habt, dann könnt ihr das auch noch in einer Lebensmittel-Talk-Gruppe besprechen, da werden unter anderem Rezepte ausgetauscht. Und der vierte Weg ist vielleicht ganz offensichtlich, aber eine Umstellung für viele, sprecht doch mal mit eurem direkten Umfeld. Ich denke mal, die meisten werden es cool finden, wenn ihr in der WG-Küche ein kleines Tauschregal einrichtet oder bei euch im Haus einfach mal eine Tauschkiste. Beziehungsweise, wenn ihr Kuchen am Wochenende übrig habt, dann nehmt es doch mal mit in die Kaffeeküche auf Arbeit. Eure Mitmenschen freuen sich bestimmt. Ja, es ist eher am wichtigsten, dass wir uns bewusst sind, dass wir besser auf Lebensmittel aufpassen müssen und sie nicht so verschwenden und uns da bemühen. Der schöne Nebeneffekt ist vielleicht, dass man auch ein bisschen miteinander hat. Zum Beispiel eben, wenn man mit seinem Umfeld direkt etwas austauscht. Und seien wir mal ehrlich, gut von Geldbeutel ist es auch, wenn wir bewusster damit umgehen und nicht einfach so viel einkaufen und dann wieder jedes achte Lebensmittel wegwerfen. Falls ihr noch Ideen habt, was man machen könnte, um Lebensmittel zu retten, teilt die gerne mit uns. Und sonst viel Spaß beim Lebensmittel retten und bis zum nächsten Mal.